Jetzt möchte ich noch einmal einen kleinen Blick in die Zukunft, Herr Mathieu. Je nach Germanisierungsgrad. Sie haben sich mit einer Aktiengesellschaft geholfen. Wie ist denn bei Ihnen, wie hat sich das seither entwickelt? Steht Tourismus, Aktiengesellschaft, bringen die Aktionäre dann ihre Familien, Freunde mit? Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Es ist das innere Feuer, das auf die Aktionäre übertragen werden musste. Und so gesehen kommen heute die ganzen Familien vorbei, die kommen via GPS, suchen sie dann diesen Reeper, weil er ist ja doch oben im Hang. Aber das ist zu einem gesellschaftlichen Element geworden, dass diese Familien ihren Wein jetzt konsumieren und auch mit Stolz weiterbringen. In diesem Sinne muss man auch sagen, vielleicht noch diese kleine Bemerkung, eine Steillage oder eine Terrassenlage alleine ist eigentlich noch kein Vorteil. Wenn da nicht das Herzblut da ist, der Einsatz da ist und dann vielleicht, wenn ich da noch so ein bisschen zurückgiften darf, haltet mir den Staat fern von diesen Lagen. Die sind nicht fähig, in diesen Steillagen zu arbeiten. Nein, wir nehmen die Subventionen auch. Ich merke, Herr Kohler wird schon unruhig oben. Wir machen sofort die Fragerunde. Ich habe jetzt ausgewiesene Weinexperten bei mir. Welchen Wein trinken Sie am liebsten, Herr Mathieu? Nebst dem eigenen. Einen aus Oberfranken natürlich. Sehr diplomatisch, Herr Löwenstein. Ach Gott, das Ende einer Trinkerkarriere ist bei gutem Riesling und bei gutem Pinot Noir. Da kann man machen, was man will. Ehrlich sagen, wenn ich einen Spätburgunder von Paul Fürst, der hat mir mal erklärt, wie seine Spätburgunder-Philosophie ist, einen Spätburgunder von Paul Fürst im Glas habe, bekomme ich schon feuchte Hände, das muss ich schon sagen. Das war ein großes Lob zu Rechten. Wie mögen Sie die Weine, wie schmecken Sie Ihnen aus dem Wallis, Herr Fürst? Ja, Walliser Weine, ich kenne die Walliser Weine vom Durchfahren, ne? mit dem Fondant, ne? Den man trinkt, ne? Den Fondant, den Dol. Und Ihre Weine kenne ich leider noch nicht. Ich habe jetzt gesehen, was Sie verlangen für die Flasche. Ne? Also ich bin ganz gespannt jetzt, wie der Wein schmeckt. Müssen wir unbedingt mal probieren. Also ich bin natürlich wie alle Weinmaker auf der Welt. Also selbst wenn Sie nach Australien gehen und die machen Syrah und Cabernet oder nach Kalifornien, die machen hauptsächlich Cabernet Blends. Am Schluss, wenn der Tag um ist, gibt es nur noch zwei Weine, die Winzer trinken. Also, oder sie trinken mal Bier, ne? Aber es gibt eigentlich nur zwei Weine, und das sind Riesling und Pinot Noirs. Danke für die Offenheit. Jetzt haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die ersten Hände erfahren. Ja, Herr Steinmann, ich habe mit Interesse auch Ihren Förderungskatalog bekommen. Ich unterstütze auch Ihren Förderungskatalog. Aber in einem Punkt können wir doch mal konkret werden. Und zwar geht es um die Kühlabfütterung für Steil- und Terrassenlagen. Und da ist es doch so, dass ab 2011 keine neuen Verträge mehr in Bayern abgeschlossen werden können. Da ging es um Zuschüsse von 360 bis 2250 Euro pro Hektar, je nach Arbeitserschwernis. Und es wäre doch jetzt wichtig zu erreichen, dass diese Kuhlabförderung für diese Steil- und Terrassenanlagen wieder aufgelegt wird. Das würde Ihnen doch konkret helfen. Ich habe auch gesehen, das ist Ihr Förderungskatalog, haben Sie darüber auch schon mal mit Herrn Brunner gesprochen, weil das würde Ihnen ja konkret helfen. Da haben wir mit Herrn Brunner darüber gesprochen und vielen Dank auch für die Frage, die gerechtfertigt ist. Allerdings betrifft sie nicht so viele Winzer, wie es jetzt scheint. Das heißt ja nicht, dass die Kuhlabförderung ausgesetzt ist. Das heißt nur, wenn jetzt Flächen, und das ist also eigentlich nur marginal derzeit hier in Franken, wenn Flächen den Besitzer wechseln, weil vielleicht ein Winzer aus Altersgründen aufgibt, übernimmt jetzt ein anderer Winzer die Pachtfläche und auf dieser Pachtfläche ist jetzt kein Kuhlab beantragt, dann kann nicht erneut für die Fläche Kuhlab beantragt werden. Ist auf dieser Fläche Kuhlab beantragt, dann kann natürlich der neue Pächter dieses Kuhlab mit übernehmen. Es ist richtig, es ist auch schade, dass eine kleine Lücke entstanden ist, aber es betrifft wirklich nur wenige Winzer, es ist marginal. Wir können das derzeit verschmerzen, zumal, und das ist auch der Grund, den der Minister Brunner angibt, die neue Förderperiode kommt und da will er jetzt in den zwei Jahren, wo die Förderperiode noch läuft, wegen diesen kleinen Dingen nicht nochmal in die Bresche springen. Also, und da müssen wir auch mal Verständnis haben für unsere Politik. Man kann sich vieles wünschen, aber man kann nicht alles erwarten und alles.
alles fordern. Und insofern sind wir da mit unserem Ministerkonferenz. Eine ganz kurze Ergänzung von Ihnen, Herr Fürst? Ja, also mit dem Kulab, die Frage ist berechtigt und das ist nicht schlecht. Aber was viel wichtiger ist für uns in der Zukunft hier in den Terrassen hier von Bürgstadt bis hierher nach Klingenberg oder Allenbach, ist, dass wir das weiterhin gelöst kriegen, dass die Infrastruktur praktisch gewährleistet ist. Also wenn man jetzt sieht, was dieser Weg, der in Klingenberg runtergekommen ist, was diese Maßnahmen gekostet hat, das könnten wir in Weinberg niemals verdienen, die Unterhaltung der Infrastruktur. Also das ist also eine ganz noble Aufgabe, wenn der Staat uns dabei hilft, um die Flurwahlinspektion und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig und auch der Unterhalt von Mauern, beziehungsweise wenn man einen verfallenen Weinberg wieder in Bewirtschaftung nehmen wollte, dafür ist es ganz wichtig, dass wir auch wenn die Flurwahl entweder ausläuft in Klingenberg oder wenn wir jetzt das in der Umschubregierung nicht möglich gemacht kriegen, dass wir eine Lösung haben, wie man in Weinberg wieder mit Terrassen herrichten kann, und auch dabei müsste uns irgendwie geholfen werden. Also das, denke ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, sonst kriegen wir die Terrassen hier am Main entlang nicht erhalten. Herr Berninger hat sehr aufmerksam zugehört. Sind noch weitere Fragen da? Das ist schön, dann haben wir das Thema wohl von allen Seiten beleuchtet. Ich darf schließen mit einem Zitat von Salvador Dalí, dem berühmten spanischen Surrealisten: Wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen geheimnisvollen Aufenthalt bei uns in den schönen Weinbergen hier um Erlenbach. Machen Sie es gut. Tschüss. Vielen Dank an die Runde. Bleiben Sie noch kurz sitzen. Ich muss das auch mal genießen. Heute, ich habe noch ein paar technische, organisatorische Hinweise, Programmhinweise. Erstens, die Exkursionsteilnehmer, der Bus wird gleich draußen warten. Bitte noch mal alle menschlichen Bedürfnisse befriedigen, weil wir sind dann im Weinberg für 2 Stunden. Ja? Also noch mal alles so erledigen. Das Zweite ist, die Stadt Erlenbach hat die Nicht-Exkursionsteilnehmer dann auch eingeladen auf einen kleinen Rundgang noch. Also laufen Sie nicht nach Hause, sondern es gibt noch was Kleines zu essen. Es gibt jetzt auch noch ein Shoppen. Und dann darf ich jetzt Herrn Bürgermeister Berninger bitten, für sein Schlusswort und die Tagung offiziell zu beenden. Also 13.15 Uhr ist der Bus vor dem Haus. Haben genügend Zeit, eben nochmal auf die Toilette zu gehen. Besten Dank, Herr Dr. Golic. Herr Güx, wir haben seitens der Stadt Allenbach schon lange Ihren Wink aufgenommen, das zu tun, was Paul Fürst gerade angesprochen hat, nämlich bei der Wichtigkeit der Erschließungsmaßnahme zu helfen. Es tut in großem Maße unser Amt für ländliche Entwicklung, das die Maßnahmen vorbereitet und prüft und uns über das europäische Förderprogramm auf 75% Zuschuss zur Verfügung stellt. Und die anderen 25% dieser Maßnahme werden dann von der Gemeinde, in dem Fall von der Stadt Allenbach, getragen. Wir tun das gern. Wir haben das vor kurzem erst getan, nämlich am Dienstagabend in der Stadtratssitzung, als wir die nächste Baumaßnahme oben am Rotweinwanderweg, die wir sicherlich jetzt gleich auch sehen werden, beschlossen haben. Und ich bedanke für den Hinweis, weil ganz einstimmig war der Beschluss im Stadtrat nicht gewesen. Aber ich denke, dass diese Versammlung heute und diese Runde deutlich gemacht hat, wie wichtig das ist, dass wir da oben unterstützen. Nicht nur bei den direkten Erschließungsmaßnahmen, sondern auch bei den Punkten des Weintourismus und der Weinvermarktung, die wir gerne da oben am Rotweinwanderweg und an unserem Sonnenberg, dem Moberg, aufgreifen und durchführen wollen und unterstützen wollen. Danke Ihnen allen miteinander für die angeregte Diskussion. Ihnen, Frau Güx, ein herzliches Dankeschön in Blumenform. Die Welt ist ungerecht, die Frauen kriegen immer die Blumen und die Männer den Wein.
zahlten die Frauen wieder zusammen und die Frau Geble liefert sofort den Wein noch nach. Ich bedanke mich bei der Runde, Herr Mathieu. Stand uns vorhin schon als Referent, als Dozent zur Verfügung. Ihnen nochmal ein herzliches Dankeschön. Ein kleines Geschenk konnte ich Ihnen vorhin schon überreichen. Wir wollen nicht übertreiben mit dem Export von fränkischem Wein in die Schweiz. Aber an die Mosel tun wir das gerne. Herr Löwenstein, ein herzliches Dankeschön für die angeregten, wirklich interessanten Diskussionsbeiträge. Herr Paul Fürst, sicherlich ohne irgendjemand anderes der Winzer zu nahe zu treten wollen, ist unser Vorzeigewinzer hier in Kurfranken. Der Begriff Kurfranken wurde ursprünglich von ihm als erstes in den Mund genommen. Hatte ein paar Jahre gedauert, bis es dann so weit gewesen ist, aber Qualität setzt sich immer durch. So ist es. Auch dem Paul Fürst ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die Exkursionsteilnehmer werden nachher den Abend oder den Tag bei ihm beenden. Danke und weiter so. Ja, und der Herr Steinmann, nicht nur Präsident der Winzer, sondern selbst aktiver Winzer, frostgeschädigt im großen Maße. Das Gute und das Böse müssen die Winzer erleiden und der Präsident geht vorneweg. Sie sind ein ganz engagierter Mann an der Spitze des Verbandes. Behalten Sie das bei. Wir alle versuchen Sie zu unterstützen, wenn wir das können. Dankeschön. Ja, bei Ihnen allen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, auch bei unserer fränkischen Weinkönigin, bei unserer Albacher Weinprinzessin, bei unserem Wengertschütz für das Dasein, allen anderen Referenten und Dozenten des heutigen Tages, die hier auf der Bühne gewesen sind. Ein herzliches Dankeschön nochmal. Ihnen ein Dankeschön für Ihren Besuch. Ich glaube, es war eine wichtige Veranstaltung, um auch nach außen, die Presse ist auch da, die ich noch herzlich begrüßen darf, zu dokumentieren, wie wichtig es ist, diese einmaligen Lagen hier bei uns und in ganz Europa zu erhalten und zu unterstützen. Sie tragen als Winzer das Ehre dazu bei, tun Sie das weiterhin, wir möchten Ihnen helfen, wo wir können. Und deshalb haben wir ganz bewusst diesen heutigen Tag in unser Festprogramm 750 Jahre Weinbau in Erlenbach mit aufgenommen. Das war jetzt der Arbeitsteil dieses Jubiläums für Sie und für uns. Wir gehen jetzt wieder ans Feiern. Diejenigen, die da bleiben, darf ich, wie erwähnt, einladen zu einem kleinen Schuppen noch im Foyer unserer Frankenhalle. Und die Exkursionsteilnehmer begeben sich dann in den Weinberg raus, um das Ganze vor Ort auch genießen zu können. Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Kommen. Einen schönen Tag.